Dann gibt's jetzt Ärger, Bischof. What's this? Who the fuck hits a bishop? Ich! Ich hab immer noch düster Aids und Scheiß. Erstmal untersuchen wir den netten Herrn. Chef und immun gegen Magie, okay. So apparently the plague's going around. Have you seen this? Have you heard about this? Ich hab düster Aids. Das tötet dich langsam, aber schneller als gewöhnliches Aids. Mit normalen Mitteln nicht heilbar. Ich will nicht langsam durch düster Aids sterben. Das ist nicht cool. So, Diskus des Blutens. Den kriegst du voll rein, Junge. Oh, das war zu spät. Nicht so gut. Brauner Ton. Dann darf der Herr Bischof sich mal einscheißen. Alter, der hat mich angefurzt. Hat er ein Rad ab? So, ich muss nochmal den Diskus ausprobieren, weil der Waffe blinkt mit der linken. Remember the golden rule. He knows not what he does. Das bringt nicht so super viel. Jimmys Armbrust. Hey, I shall burn the other cheek. Voll in die Eier. Läutere die Bösen. Alter, den voll in Flammen aufgehen lassen. Jetzt habe ich die Schnauze voll, stürmender Bulle. Stürm, stürm, stürm. Und ja! Blöder Bischof. Love thy neighbor. Nein, ich liebe meinen Nachbarn nicht. Ich kenne meine Nachbarn kaum. Dafür gibt es noch ein paar mit dem Schwert, Junge. Immer drauf. Er brennt, er brennt. I shall turn the other cheek. Gute Idee. Einfach die andere Wange hinhalten. Spinnst du? Hör auf, he knows not what he does. So, nochmal stürmender Bulle, wa? Du willst es doch. Du willst es doch auch. Ich weiß es. Haha. Und da ist er am Boden. Du musst ihm nur noch seine Eier abmontieren. Okay, okay, whoa, whoa, whoa. Please, you don't have to kill me. I'll sicher? Go away and the prince will never know I'm alive. Please, take these dire pig testicles and tell the prince they're mine. Alter. Okay, schwere Entscheidung. Nehme ich die Düsterschwein-Testikel oder mache ich den Bischof fertig? Ich mache ihn fertig. Was soll's? Ah! Well, you're a real ballbuster, Commander Douchebag. Ja, absolut. Düsterzepter, Geld. Ja, guck. Zack, ich habe gerade einen Bischof ermordet. Das ist völlig normal, das macht man hier so. So, wenn ich mich recht im Sinne war, in Ottawa, wo der Otter war, auch ein Krankenhaus, wo ich endlich mein Düster-Aids heilen kann. Nein, rein da. Falsche Richtung. Hier war auch das Krankenhaus, oder? Ja, da ist es. Ich muss dringend meinen Düster-Aids heilen, sonst sterbe ich an Düster-Aids. I see you have dire AIDS. I can heal it for 5 Canadian dollars. Das ist ein guter Preis. Heilen lassen. You're now cured of dire AIDS. Woo. You still have AIDS, but it was? Is no longer dire. It's like Magic Johnson AIDS. Was? Warum habe ich denn immer noch AIDS? Das ist nicht cool, Mann. Naja, gut, kann man nichts gegen machen. Aber zumindest kein Düster-Aids mehr, da bin ich schon sehr froh. So, guck mal, was ich für dich hab, lieber Prinz. Ich hab Eier mitgebracht. Is he dead? Did you kill him? Yay, the bishop's balls! Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. My liege. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. Okay. Gut, gut. Dann müssen wir jetzt mit dem Duke von Vancouver sprechen. Alter, die schicken uns ja hin und her von hier nach da und von dort nach drüben. Was ein Gerenne. So. Vancouver. Sprechen wir mit dem Duke von Vancouver? Ach, Vancouver ist auch ein hübsches Städtchen. Hallo, gute Frau. Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers. Absolut. Das sind doch die besten Filme.
Hallo, gute Person. Hockey is quickly becoming the world's 11th most popular sport. Okay. Oh. Wie niedlich ist das denn? Okay, da gucke ich gleich nach. Ich gehe erstmal hier hin. Und dahin. Ja, du spielst Hockey. Das finde ich ganz wundervoll. Macht ja sonst keiner. Irgendwer muss das ja tun. Welcome to Vancouver, the San Diego of Canada. Das San Diego von Kanada. Dö. Alles kaputt machen. The Bishop of Banff is dead. What monster could kill such a wonderful man? Das war ich. The Bishop of Banff is dead. What nee, ich will mit dem... Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Ja, da kann ich mich voll für begeistern. Ja, erstmal... Was sind das für Änderungen, VHS? Gilt als die Einführung in die Menstruation für die VHS-Generation. Cool. Positiver Vaginitis-Test. Anscheinend hat jemand akute Vaginitis. Ich auf jeden Fall nicht. Das wüsste ich doch. Was hast du anzubieten? Irgendwelche Waffeln? Zauberstab des Erzmagiers. Der sieht nicht gut aus. Kaputter Schildsticker. Nee, aber ist auch nicht so der Burner. Hallo. Okay. So kann man auch Duke werden, was? Yes, yes, I know. But Ottawa is clear on the other side of Canada. How are we supposed to get there? Ich rede gleich mit dir, keine Sorge. Yes, I see. Oh, wow. No, I didn't know that. Yes, come on. Yes, I hate that guy too. No, I haven't seen that show. Uhu. Ein Holzfällerbart und eine Axt des Zerfleischens. Ich komme gleich zu dir. Ich muss noch hier ein paar Sachen kaputt machen. Ach, guck mal, die haben hier ein Bild von dem Elch an der Wand. Das finde ich ja niedlich. Ich mag Elche. So, guter Mann. Ja, von der Prinzessin. Absolut. What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Sorcery. Bin beliebter als Jesus. Guck mal hier, Errungenschaft. The Duke of Vancouver is a very busy man. Okay. Someday maybe I'll be Duke of Vancouver. Oho. Will jemand den Laden übernehmen, was? So, hier unten sind vermutlich die Mönche auf der Insel. Mit der kleinen Fähre darüber fahren. Die Mönche sind Terence und Philip. Who are you? Perhaps he is the American everyone is talking about, Terence. A boot. No, can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. Alter. Weiß nicht, wie man furzt. What is the sound of one anus farting? Now you know. Okay. Who are you? Who are you? Ich soll what hier... What is the sound of one anus farting? Now you know. He knows dragon shout. Any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. Okay. Wollen wir noch mal sehen. Furzgranate. Stinky Bobinky. Ja. Yeah. Okay, dann wollt ihr den auch sehen. Verstohlener Quietscher. The sneaky squeaker. Yeah. Impressive. He is worthy of our training after all. Ja. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Absolut. Sind wir jetzt in der Matrix? Your magic is impressive, young American. Not since Eric von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now, you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Was? Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki! Boah, beeindruckend. Here, watch again. Halten, Frequenz finden, Now you try. Believe
Ich, natürlich glaube ich an mich selbst. Halten. Frequenz finden. Ja. Haha, voll weggeballert. These three pedophiles from Alberta will have their way with you, unless you damage them all with one move. Nagasaki. Oh Gott. Ich muss sie platt machen. Verdammte Pädophile. Haha. Erwischt. That's it. You have the power. Ich hab die Power. You did it. Now go out and use your anus for the good of mankind. And don't ever, ever fart on a man's balls. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Niemals einem Mann auf die Eier furzen. Warum eigentlich nicht? Tada! Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers. Schlange! Oh weh, die beißt mich wieder und gibt mir Dire Eggs. Ach, drei sind das gleich. Trempotank. Dann wollen wir doch mal sehen, wer hier die Schlange ist. Und wer hier Dire Aids kriegt. Ich hoffentlich nicht wieder. Ups, das war kein perfekter Angriff. Ich darf aber erneut angreifen. Mit einem Tritt in die Eier. Ich trete der Schlange in die Eier. Hehe, eine weniger. Ja, beide sind angewidert. Was machen wir noch? Brauner Ton? Dann können die Schlangen sich ein bisschen einscheißen. Au! Spinnst du? Haha, hinüber. Und tschüss, Schlangen. Alles nehmen. So, jetzt sind wir da oben, eigentlich. Kingdom of Canada. Ach so, ja, das weiß ich ja. Da sind wir ja schon länger. Verdammter Bär. Ach, guck mal, hier kann ich noch rüberfahren. Was haben wir da? Barbaren Fukuhila. Bären muss ich erstmal kämpfen. Die Bären sind ja mal wieder mehrere. Oh. Ach, ich kann ja noch. Das vergesse ich immer wieder. Soll ich mal Mr. Kim herbeirufen? Nee, ich glaube, es wäre Verschwendung für die zwei Bären. Die kriege ich auch noch so klein. Wäre doch gelacht. Gelaxt wäre das. Jimmy, du weißt, was kommt. Brauner Ton. This next piece really resonates with people. Really resonates with people. Oh yeah. Laser. Diskus des Blutens. Thank you. I'll be here all fortnight. Beide erwischt. So, Leerräum und ab in die Höhle. So, und da oben haben wir diesen mysteriösen Stein, den wir jetzt mit Nagasaki wegballern können. Was will der hier mit Stick und Stick? Das ist ein Schwachsinn. Ich habe hier auch keinen Stick. Ach so, da war Nagasaki. Bam! Und gegen die da drüben muss ich dann vermutlich noch kämpfen. Erstmal die Schädel zerschlagen. Hallo Tierchen! Warum seid ihr so viele? How's everybody doing tonight? Good? Da ist ein Tempotrank auf jeden Fall angesagt. Da bin ich von überzeugt. Und wir beginnen natürlich mit Aufstampfen. Was denn sonst? Damit ihr alle was davon habt.
Haha, perfekter Sprung. Da guckt ihr dumm, wa? Ah, die gucken ja immer dumm. Und den Diskus des Blutens nehmen wir auch noch, was? Ups, der zweite war zu spät. Jimmy! Schlaflied, ich kann auch ein Schlaflied singen. Singt seine Feinde in Schlaf, verhindert, dass sie was tun können. Wirkt, bis sie Schaden nehmen oder von selbst aufwachen. Dann können sie mich gleich nicht angreifen. Ist eine gute Idee, mache ich. Schlaflied. So apparently the play. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Erfolg! Wow, what a terrific audience. Ja, sie schlafen alle. Und. Warte. Ich habe eine sehr gute Idee. Gegenstände. Machttrank. Und aufstampfen, weil ich das so viel Spaß mache. Und mir. Haha. Guck mal, schon ist nur noch ein Bär über. Und der ist auch gleich weg. Bam. The loot is mightier than the sword. Jawohl. Absolut. Das war alles. Hauptsache, ihr habt ein bisschen Geld dabei. Finde ich gar nicht schlecht. So, unbedingt die Truhe mitnehmen. Die wollen wir nichts verpassen. Barbarenrüstung. So, das ist auch noch kaputt. Und dann, mein edler Herr. Je suis libre! Je suis libre! Ja. Ne vous besoin de collection traduit? Was? Okay. Cela se traduit par cela. Cela se traduit par cela. Voilà! Bonjour! Merci beaucoup! Bitteschön. Prinzessin von Kanada, Minister von Montreal. Quest erfüllt, oh Kanada. Neue Nachricht von der Prinzessin von Kanada. Und die übersetzte Liste soll ich jetzt zu Annie bringen. Damit sind meine Abenteuer in Kanada. Oh, noch nicht ganz gezählt, denn ich werde noch von Bären angegriffen. Ah! Drecksau. Wollen wir doch mal sehen, wer hier Bären umbringt. Oh, so viel jetzt nicht gebracht. Aber sie bluten. Das ist ein guter Anfang. Schlaflied. Schlaf. Close your eyes, no more thinking about your troubles. Sleep now with Jesus. Bin nicht so gut im Timing. Aber sie schlafen. So, dann gibt sie mich nochmal einen Tritt in die Eier. Bam! Ein Bärchen weniger. Yeah. Diese Bären müssen aufhören, Kometen zu beschwören. Und der Bär muss aufhören, seine Kotze zu essen. Das ist ziemlich eklig. So, blöder Bär. So, alles nehmen. Dann können wir eigentlich, ist in Ottawa noch irgendwas, was ich noch aus irgendeinem Grunde vergessen habe? Nö. 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 Da gucke ich noch einmal. 7 neue Freunde. So viele. Prinzessin von Kanada. Du bist ein wahrer Held Kanadas. Kann er hier nicht? Kanada. Und damit würde ich sagen, ist unser kleines kanadisches Abenteuer am Ende. Yay, das war cool. Das hat echt Spaß gemacht. Auf Wiedersehen, guter Kanadier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.